Hallo und herzlich willkommen bei Familienprepper. Heute möchte ich ein Video machen, ich hoffe, dass es mir gelingt, das recht kurz zu halten, zum Thema Preppen in der Stadt. Und zwar ist es jetzt auch in den Kommentaren mal aufgetaucht, dass man dazu auch mal ein Video machen könnte. Also ich selber wohne auch in der Stadt. Ich habe eine relativ kleine Drei-Zimmer-Wohnung. Das heißt, ich habe auch nicht unbedingt so den Bombenplatz, um Prepping-Gegenstände einzulagern. Das heißt, ich muss mir da auch ein gewisses System mit reinbringen. Deswegen hatte ich ja unter anderem auch schon mal vorgestellt, die Vorratskisten, die ich ja auch im Übergang zum Bugout letzten Endes mit einkalkuliert habe. Und ich versuche es jetzt einfach so kurz wie möglich zu schildern, wie ich das Ganze hier handhabe. Also zum einen habe ich in meinem Kleiderschrank so zwei Regalbretter mit Meter Breite ungefähr, wo ich verschiedene Gegenstände untergebracht habe, die teilweise auch mehr in den Bugout-Bereich eigentlich mit reingehen, beziehungsweise Teile der Campingausrüstung halt darstellen. Und habe in dem Schrank auch ein Segment, wo ich für den Gaskocher die Gaskartuschen unterbringe. Das Schöne ist an diesen hier, dass die stapelbar sind. Also ich bekomme vier Stück übereinander davon in ein Fach rein. Das heißt, ich habe auch da natürlich eine dementsprechend große Menge an Gas, die ich bevorraten kann. Eine weitere wichtige Vorratshaltung, ist halt Teelichter. Die gerade im Winter zur Beleuchtung gedacht sind. Ich muss jetzt dazu sagen, dieser Beutel war zwar relativ günstig, ist aber im Hinblick auf die Einlagerung nicht gerade ideal. Da sind diese flachgepackten Pakete eigentlich besser, weil ich die wirklich vernünftig übereinander gestapelt bekomme und da die Möglichkeit habe, auch recht platzsparend eigentlich eine relativ große Menge an Teelichtern einzulagern. Genauso verschiedene Kerzenpakete, die man auch im Handel kaufen kann, die stapelbar sind. Gibt es verschiedene, also das ist so ein Punkt, wo ich einfach sage, darauf achte ich jetzt eigentlich verstärkt, dass es halt von der Lagerung her so ausgelegt ist, dass ich halt relativ viel auf wenig Platz unterbringen kann. Für die Lebensmittelvorräte gehört eigentlich mit zum Standard dazu ganz viele Konservendosen. Auch die haben den Vorteil, dass man die vernünftig übereinander stapeln kann, dass man dadurch eine relativ große Auswahl eigentlich sich auch zusammenstellen kann. Also angefangen von verschiedensten Eintöpfen über Nudelgerichte und was weiß ich, was es da alles gibt. Genauso kann man auch sehr gut einlagern diese Schalen von Boost zum Beispiel, die ja auch ähnlich sind den EPA-Paketen. Und da habe ich einfach nur ganz normal einen Hochschrank, 2 Meter, ich glaube 60 cm breit, und habe den knapp zur Hälfte mit Vorräten voll. Das für einen Zwei-Personen-Haushalt reicht das eigentlich schon eine relativ lange Zeit. Also eine so eine Dose, das ist eine Mahlzeit für mich und meinen Sohn. Klar, wenn man jetzt mehr hat, muss man natürlich auch mehr Fläche einplanen, mehr auch an Menge einkalkulieren. Was für mich auch noch eine sehr gute Lagermöglichkeit ist, gerade für größere Gegenstände, wie zum Beispiel Generator oder auch so Heizlüfter, große Gasflaschen und so weiter, was man auch im Laufe der Zeit eigentlich als Prepper anfängt anzusammeln. Da kann ich sehr gut eigentlich immer sagen, auf den Schränken hat man meistens noch Platz. Wenn ich jetzt natürlich einen habe, der bis unter die Decke geht, dann klappt das nicht ganz so. Wenn ich jetzt aber einen habe, wo ich noch 40, 50, 60 cm Luft oben habe, die kann ich natürlich auch zum Einlagern von diversen Prepping-Gegenständen verwenden. Ich selber handhabe es eigentlich so, dass ich versuche, die Sachen so unauffällig wie möglich zu lagern, weil eben, wenn es zu einer Krise kommt, wo wir auf unsere Krisenvorsorge zurückgreifen müssen, finde ich persönlich einfach, ist es besser, wenn so wenig Leute wie möglich das wissen, dass man auch so wenig Leute wie möglich, es klingt zwar blöd, aber je mehr im Freundeskreis das wissen, je mehr von denen nicht vorbereitet sind, die würden im Krisenfall auf einen zurückkommen. Und das ist so der Grund, warum ich auch sage, wirklich, es sind ein paar Vertraute, die wissen, dass ich preppe, die wissen auch, in welchem Umfang ich das Ganze mache. Es ist schon so ausgelegt, dass in einem Krisenfall zur Not ein, zwei weitere Personen tatsächlich zumindest eine Zeit lang mitversorgt werden können.
Und das ist halt so ein Punkt, wo ich halt sage, in der Stadt sollte man versuchen, es so unauffällig wie möglich zu haben. Ich persönlich bin der Meinung, dass man die Lagerung oder das Einlagern definitiv im Wohnbereich eigentlich machen sollte und auf Keller und zum Beispiel eine Garage nur dann ausweichen sollte, wenn in der Wohnung genug Vorräte sind und ich auf die Vorräte, die ich zum Beispiel im Keller eingelagert habe, im schlimmsten Notfall verzichten könnte. Weil meine Vermutung ist, und zeigt sich hier gerade bei mir im Umfeld sehr stark in der letzten Zeit, dass Kellerräume immer ein sehr schnell gewähltes Ziel sind. Die Hintergründe momentan sind natürlich nicht eine Krise, dass die Leute versuchen, irgendwie Lebensmittel ranzuschaffen oder ähnliches. Es ist halt diese normale Kriminalität, die stattfindet, aber sehr verstärkt im Moment auch auf Kellerräume geht. Hinzu kommt bei mir, dass ich die Vermutung habe, das ist auch so ein bisschen der Punkt Gefahrenanalyse, Gefahrenerkundung, Gefahrenerkennen. Und zwar ist es bei mir, dass halt in der Nähe von meinem Keller, es sind wirklich nur 1,5 Meter bis zu einer Straße. Und bei mir ist, also ist halt die Vermutung, die ich habe, wenn es zu starken Regenfällen kommt. Das haben wir jetzt gerade im Bereich Süddeutschland mehrfach erlebt in der letzten Zeit. Wenn es zu starken Regenfällen kommt, ist ganz schnell die Kanalisation nicht mehr fähig, diese Wassermassen aufzunehmen. Das heißt, die Straßen laufen über und dann ist auch die Gefahr gegeben, dass mein Keller vollläuft. Und dementsprechend habe ich halt relativ geringe Sachen im Keller gelagert, wo ich halt sagen kann, da kann ich zur Not drauf verzichten. Ein ganz wichtiger Punkt, den man in der Stadt beachten sollte, ist definitiv der Punkt Wasservorräte. Dass man also so viel wie möglich an Wasser auch bevorratet. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, dass man zum Beispiel auf dem Balkon genug Platz hat, um sich eine Regentonne mit 200 Liter hinzustellen, ist das auch nicht verkehrt, diese hinzustellen und auch zu füllen mit Regenwasser, weil man so einfach 200 Liter Brauchwasser nochmal hat, was man halt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal gesetzt den Fall, die Wasserversorgung bricht zusammen, dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich ein Wasserklosett habe, okay, dann habe ich da 200 Liter, mit denen ich wieder Gießkanne dann eben spülen kann. Das sind auch Punkte, da muss man halt immer gucken, was für Möglichkeiten hat man. Genauso, wenn ich ein Haus habe und ich habe die Möglichkeit, am Feuerrohr eine Abzweigung reinzubauen, dass ich mir auch so ein 1000 Kubik, also die kriegt man immer mal günstig zu kaufen, diese 1000 Liter, beziehungsweise einen Kubikmeter Container, diese Wassertanks, die werden in der Industrie sehr oft gebraucht, die kriegt man dann gespült für relativ kleines Geld. Wenn man sich so einen hinstellen kann für Brauchwasser, ist das natürlich nicht verkehrt. Genauso kann man immer gucken, im Campingzubehör kriegt man auch relativ günstig 5 oder 10, manchmal auch 20 Liter Kanister für Wasser. Da kann man sich halt auch dann entsprechend behelfen, dass man da nochmal ein paar voll macht. Vielleicht unterm Bett auch 3, 4 Kanister lagert, je nachdem wie der Platz da ist, dass man halt eine gewisse Menge an Wasser einfach auf Vorrat hat. Dann natürlich mit dazu Mikropor, um das eventuell abzufiltern, beziehungsweise nochmal zu reinigen, bevor man es verwendet, je nachdem, wie lange es halt eingelagert war. Weil man hat nicht immer die Muße dazu, alle paar Wochen die Kanister auszukippen, frisches Wasser reinzumachen. Und da geht es ja auch mehr um den Punkt eigentlich Wasser, Brauchwasser, weil wir haben ja auch viele Sachen, die wir reinigen müssen, die wir wieder in einen Zustand versetzen müssen, dass wir sie auch hygienisch wieder unbedenklich nutzen können. Genauso sollte man sich überlegen, ob man nicht für die Krisenvorsorge auch auf Einweggeschirr und Besteck zurückgreift, dass man halt, wenn tatsächlich die Wasserversorgung zusammenbricht, man die Möglichkeit hat, auf dieses Einweggeschirr zurückzugreifen, weil man dadurch Brauchwasser sparen kann. Weil wenn ich die Sachen einfach nach dem Essen wegschmeiße, ist natürlich für die Umwelt in dem Moment nicht praktisch, aber wenn ich dadurch meine Wasservorräte schonen kann, ist das schon ein Punkt, den man eigentlich im Hintergrund halten sollte oder im Hinterkopf halten sollte. Ja, ein weiterer Punkt, Preppen in der Stadt, ist definitiv die Gefahrenanalyse, dass man sich halt guckt, was ist im Umfeld, was für Gefahren gehen bei mir aus, auf was für Gefahren kann, soll und muss ich mich einstellen. Dazu gehört natürlich die geografische, die geologische Lage, dass man die mit in Betracht zieht, dass man halt guckt, okay, was habe ich jetzt an potenziellen Gefahrenherden in der Nähe, zum Beispiel ein Fluss, wenn der Hochwasser trägt, wie hoch war der schon, wie hoch stand der schon,
dass man sich da auch ein bisschen mit der älteren Bevölkerung einfach mal verständigt, die schon länger vor Ort wohnen. Ein weiterer Punkt ist, denke ich mir mal, gerade in Deutschland, in den Ballungszentren, dass man auch guckt, was für Industrie ist vor Ort, was für Gefahren geht von dieser Industrie aus. Genauso wichtig ist der Punkt soziale Umfelder, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel ist es so, dass man in Großstädten auch sehr, sehr oft so Konzentrationen hat in gewissen Stadtteilen, was jetzt nicht negativ gemeint ist oder irgendwie, also soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber es ist halt, wenn zum Beispiel eine sehr große, breite Kulturschicht aufeinander trifft, auf engstem Raum, sind dort natürlich auch Konfliktpotenziale, die in einer Krise eskalieren können. Das sind auch Punkte, die man halt einfach also mehr im Hinblick eigentlich auf Verteidigung, Hausbefestigung und so weiter vielleicht mit in Anbetracht ziehen sollte. Das sind halt so Punkte, dass man in der Gefahrenanalyse da wirklich mit offenen Augen auch mal durch seine Stadt geht, auch durch die Nachbarstädte, weil es wird ganz schnell sein, wenn es zu einer Krise kommt und es so ist, dass, sagen wir mal jetzt als Beispiel, eine große Stadt wie Frankfurt ist irgendwann geplündert. Da gibt es dann nichts mehr zu holen für die Leute. Dann weichen die auf Städte aus, die im Umfeld liegen, wie zum Beispiel Offenbach oder Darmstadt und so weiter. Das zieht dann immer weitere Kreise im Falle einer Krise. Der Schutz für Plünderungen sollte man, das ist der Punkt, den ich schon angesprochen hatte, mit der Lagerung innerhalb der Wohnung. Dann sollte man sich auch überlegen, gerade im Hinblick aufs Preppen, wenn man jetzt in einem Kessel drin wohnt, dass man sich verschiedene Möglichkeiten sucht, aus diesem Kessel rauszukommen. Wenn es also so dermaßen eskaliert, dass man sich zu Hause nicht mehr sicher fühlen kann, dann muss man natürlich auch gucken, das geht dann ja auch alles wieder auf den Punkt mit Bugout, mit sicheren Ort, was ich ja auch schon einzelne Videos zu gemacht habe. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich persönlich sehr wichtig erachte, dass man sich da genau mit befasst, wie komme ich zur Not aus diesem Kessel raus. Weil wenn ich jetzt wirklich, das ist ja auch sowas, wo ich, also meine Gedankengänge sind, wenn es dazu kommt, dass es muss ja noch nicht mal unbedingt sein, dass es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Es reicht, wenn zum Beispiel ein großer Chemiebetrieb detoniert, es ist dadurch eine sehr hohe Belastung für den Umkreis gegeben. Die Leute, die versuchen zu fliehen, die würden mit, ich hätte jetzt fast gesagt, 98% der Leute, die dann fliehen müssen, die werden sich an so ersichtliche Strecken zum Wegkommen halten. Das heißt an Autobahntrassen, an Landstraßen, die größer ausgebaut sind, also unser Bundesstraßennetz zum Beispiel. Die würden sich an Bahnlinien halten, weil die wissen genau, wenn ich jetzt an der Linie langlaufe, jetzt als Beispiel komme ich von Berlin nach Hamburg. Und genau an solchen Punkten werden die Leute in die Fluchtbewegung gehen. Das ist so die Vermutung, die ich habe. Und dementsprechend sind auch meine Fluchtrouten so geplant, dass ich halt an solchen Stellen so gut wie möglich nicht vorbeikomme. Sondern dass ich wirklich Nebentrassen, Nebenstrecken nutze, wo ich vielleicht im ersten Moment oder im normalen Fortbewegungsmodus vielleicht länger unterwegs bin als den direkten Weg, wo ich aber genau weiß, ich bin auf diesem, ich sag jetzt mal, Umweg schneller unterwegs, wenn es zu einer Massenpanik oder zu einer Massenflucht kommt. Wir haben in letzter Zeit sehr oft erlebt, wie Fluchtbewegungen aussehen, dass es manchmal wirklich konzentriert hunderte bis tausende Leute sind, die auf einem Punkt sich bewegen. Solche Sachen würde ich einfach versuchen, irgend so gut es geht, zu umgehen. Genauso sollte man sich überlegen, dass man sich halt, wie ich schon sagte, diese, sag ich mal, Fluchtpunkte setzt. Das heißt, wenn man weiß, okay, ich muss jetzt hier weg, wo im Umfeld habe ich Leute, wo ich drauf ausweichen kann? Wo weiß ich auch, dass, also wo man selber auch sagt, okay, die Leute, wenn es bei denen knallt, wenn die weg müssen, können die zu mir kommen. Das sind auch Leute, also so sollte man sich diese Gemeinschaften dann halt auch suchen. Weil was bringt einem das, wenn man dann in einer Bewegung ist, man muss weg und man hängt dann nachher mit jemandem zusammen, den man auf den Tod nicht ausstehen kann. Das bringt einem, glaube ich, auch nicht wirklich allzu viel. Genauso sollte man sich halt, so ein Punkt, der mir halt wichtig ist, dass man sich über Alternativen halt informiert, sich da auch Wissen aneignet und auch die Fähigkeit, das Wissen umzusetzen. Was bringt mir das, wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt eine Kartoffel in den Boden schmeiße, dann könnte die wachsen. Wenn ich aber nicht weiß, was,
sag ich mal, wie sollte der Untergrund beschaffen sein, damit es überhaupt anfangen kann zu wachsen? Welche Stellen sind geeignet, um welche Sachen anzupflanzen? Man kann natürlich so Experimente machen, dass man sich halt Behälter holt und das Ganze zu Hause auf dem Balkon, auf der Terrasse oder zur Not auch auf der Fensterbank ausprobiert. Da muss man halt immer gucken, wie sind meine Gegebenheiten. Also man kann das nie pauschal sagen, was man beim Preppen in der Stadt beachten muss, weil es einfach zu viele Variablen gibt. Es gibt zu viele Faktoren, die mit reinspielen. Genauso sollte man in der Gefahrenanalyse zum Beispiel auch mit aufnehmen, welche Gefahren durch Unwetter gegeben sind zum Beispiel. Wenn ich jetzt in einem Haus wohne, was auf dem Hügel steht, das der höchste Punkt ist, würde ich zum Beispiel in diesem Haus nichts auf dem Dachboden lagern, weil die Gefahr eines Blitzschlages relativ hoch sein kann. Also das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel eigentlich beim Thema Preppen in der Stadt. Wie gesagt, wichtige Punkte ist halt, dass man sich Flächen sucht, wo man lagern kann, wo man relativ unauffällig lagern kann. Den Punkt Vorratskeller würde ich jetzt nicht unbedingt als vorteilhaft erachten. Ja, ich glaube, ich komme jetzt langsam an den Punkt, wo ich anfangen werde, mich zu wiederholen. Deswegen glaube ich, macht es keinen Sinn, jetzt weiter zu drehen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Fragen, Tipps, Anregungen, Kritik unten in die Kommentare. Über weitere Abos freue ich mich natürlich auch. Seid vorbereitet, euer Familienprepper.